Willkommen zurück zu einer neuen Folge von SFS Bauen, Fliegen und Landen. Und hier haben wir die Atlantis, die Avalon 1B. Ich verwechsel immer noch die Namen, aber na gut. Also hier haben wir die Avalon 1B und die Rakete kann ganze 20 Tonnen in den Erdorbit bringen und dann daraufhin wieder auf der Erde landen. Und natürlich, ihr braucht auf jeden Fall die Teilexpansion dafür, sonst könnt ihr es eben nicht nutzen. Und ein Download-Link ist eben in der Videobeschreibung. Ja, das war es im Grunde mit dem Intro und dann beginnen wir mit dem ersten Teil, nämlich mit dem Bauen. Wir fangen ganz simpel an, und zwar ganz unten mit den Triebwerken. Wir brauchen einfach drei von den Frontier-Triebwerken. Die packen wir einfach nebeneinander. Und dann schalten wir sie alle an. So. Dann nehmen wir uns hier die 12 breiten Treibstofftanks. Und zwar 4 von den hier. Die zweiten von oben. Und einen einzelnen von ganz oben. Dann gehen wir mal hier hin. Wir brauchen 2 Landebeine hier. Dann RCS-Düsen hier. Nochmal 2 Landebeine, die drehen wir. Die sorgen dann beim Wiedereintritt in die Atmosphäre dafür, dass wir eben stärker verlangsamt werden und die Kontrolle eben behalten können über die Rakete. Hier kommt eine Sonde hin und dann kommen hier nochmal 2 RCS-Düsen hin. Ich weiß, das sieht gerade komisch aus, aber keine Sorge, das verändern wir. Also hier einmal ein Strukturteil, ein kleines, dann ein 12 breiten Separator, den drehen wir einmal um. Dann noch einen 12 breiten Separator, den drehen wir auch um. Und nochmal einen. Dann nehmen wir einen 6 breiten Treibstofftank und den packen wir hier noch rein. Der ist dann direkt neben der Sonde. Dann gehen wir zu 8 breiten Teilen. Wir nehmen 2 von den Hitzeschilden, packen die so hin, dass sie sich natürlich berühren, damit die Rakete nicht verbrennt. Und die Separatoren setzen wir eins weiter runter. Dann die Verkleidung. Und zwar nehmen wir die hier. Und zwar einfach 2 Stück davon. Es ändert sich natürlich je nachdem, was für eine Nutzlast ihr dann habt. Aber an sich für alle nehme ich standardmäßig 2 von den 12 breiten und 6 hohen. Dann nehmen wir das hier. Das ist 8 breit und 4 hoch. Und dann die große Spitze, dann sieht das so aus. Dann falten wir einfach die Landebeine hier ein. Ich weiß, das könnte man als Clipping bezeichnen, aber theoretisch, man kann es auch einfach auflassen und bevor man den Flug dann startet, die einklappen. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Clipping an. Dann färben wir das nochmal und da komme ich ein bisschen schwer ran, aber da kommt ein Schwarz hin. Und die 3 hier, die 4, kriegen schwarz-weiße Streifen. Die beiden Separatoren hier und die gesamte Nutzlastverkleidung wird grau. Und dann haben wir es im Grunde schon eingefärbt. Jetzt fehlen nur noch die Stufen. Und als allererstes in der Stufe kommt hier die oberste Nutzlastverkleidung und die beiden RCS-Düsen hier. Und das passiert dann eben, wenn wir schon im Weltall sind, die Nutzlastverkleidung öffnen und dann haben wir ein bisschen mehr Kontrolle über die Rakete. Als nächstes gehen wir hier auf den Separator, dann lassen wir die Nutzlast eben im Weltall rumschweben und wir wählen die beiden äußeren Frontiertriebwerke aus. Dann dieser Separator, der trennt sich dann eben von der Rakete ab und befreit dann eben die beiden Hitzeschilde und zusätzlich nehmen wir nochmal die beiden RCS-Düsen. Das heißt, hier haben wir sie angeschaltet, hier schalten wir sie wieder aus. Dann fliegen wir im Grunde durch die Atmosphäre durch und genau dann schalten wir sie wieder an, um eben eine erhöhte Kontrolle zu haben. Dann später, wenn wir schon etwas niedriger in der Atmosphäre sind, öffnen wir die beiden Landebeine hier oben und schalten die RCS-Düsen wieder aus. Danach die Landebeine oben, unten und nochmal die RCS-Düsen, dann sind wir quasi im Landeanflug und dann brauchen wir wieder erhöhte Kontrolle
Und zu guter Letzt, ist relativ unnötig, aber ich mache das gerne. Wir falten die da einfach wieder zusammen und schalten die RCS-Düsen aus. Okay, ich gehe nochmal kurz durch, damit ihr es überprüfen könnt. Also hier die erste Stufe Nutzlastverkleidung und RCS-Düsen, danach der Separator und zwei Frontiertriebwerke, der untere Separator und nochmal die beiden RCS-Düsen, wieder beide RCS-Düsen, die oberen Landebeine und die RCS-Düsen, dann die unteren Landebeine und RCS-Düsen und zu guter Letzt die oberen Landebeine und die RCS-Düsen wieder. Genau, das war's dann mit dem Bau und ich packe hier einfach mal 20 Tonnen als Beispiel rein, denn das ist nämlich die maximale Nutzlast für diese Rakete. Und das war's im Grunde mit dem ersten Teil und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich dem Flug ins All. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Teil, nämlich der Flug ins All. Und ganz zu Anfang, wir erhöhen den Schub auf 100% und starten einfach die Triebwerke. Und ich mache es mal ein bisschen leiser, sonst könnt ihr am Ende meine Stimme gar nicht verstehen. Aber im Grunde, wir folgen einfach der Winkelanzeige oben links und warten dann, bis sie bei 75 Grad ankommt. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis wir etwa 32 Kilometer erreicht haben. Dann schalten wir die Triebwerke aus und dann drehen wir die Rakete etwas, sodass wir etwa horizontal auf dem Bildschirm liegen oder auch ein bisschen drüber. Ist relativ egal. Wir haben 25 Kilometer erreicht, das heißt, wir starten die erste Stufe. Also die Nutzlastverkleidung und RCS-Düsen. Dann machen wir das so, dass eben der Treibstoff vom Haupttank quasi in die 20 Tonnen läuft. Sonst könntet ihr mich als Cheater bezeichnen. Und ich mache das dann einfach, dass es wirklich 20 Tonnen sind und auch bleiben. Und wenn wir 30 Kilometer erreicht haben, dann können wir die Triebwerke wieder anschalten. Aber fürs Erste auf einem etwas geringeren Schublevel, bis wir halt in der Nähe von der Apoapsis, also hier dem höchsten Punkt in unserer Bahn sind. Dann fokussieren wir mal auf die Rakete und wir drehen noch ein bisschen nach rechts und dann können wir auch den Schub jetzt erhöhen, ein bisschen nach links drehen, weil es schon sehr schnell auf uns zukommt und dann müssen wir es halt immer so ein bisschen ausbalancieren. Wenn wir 1600 Meter pro Sekunde erreichen, verlangen wir das ein bisschen Zoom raus und sind im Orbit. Ja? Wenn wir noch zu lange die Triebwerke laufen lassen, haben wir hier zu wenig Treibstoff und wir brauchen 10%, damit wir die Rakete landen können. Aber an sich war es das jetzt hier mit dem Flug in den Orbit. Ich speichere einmal mal. Und ich würde es euch einfach auch empfehlen, damit ihr das dann üben könnt. Und das war's der mit dem zweiten Teil. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, nämlich der Landung. Okay, jetzt haben wir die Landung und als allererstes starten wir einfach die nächste Stufe. Also hier der Separator für die Nutzlastverkleidung und die beiden äußeren Frontiertriebwerke einfach. So, dann drehen wir um, sodass wir eben entgegen der Flugrichtung gedreht sind. Dann starten wir das mittlere Triebwerk und wir warten im Grunde, bis wir etwa 5% haben. Je nachdem, wie viel Treibstoff ist, könnt ihr halt mehr oder weniger dann machen. Es ist eigentlich
eigentlich relativ egal, solange ihr halt genügend Treibstoff habt, um zu landen. Ich brauche etwa 5%, um das Ding sicher auf den Boden zu bringen. So, da haben wir 5%. Wir starten die nächste Stufe. Das heißt, der Separator wird abgekoppelt und die Hitzeschilde werden freigelegt. Dann drehen wir uns, sodass wir fast in die Richtung vom Pfeil wieder zeigen. Etwa so, wir müssen ein bisschen darunter bleiben, weil wenn wir jetzt gleich in die Atmosphäre eintreten, dann ändert sich das natürlich ein bisschen. Und jetzt müsst ihr es eben genau so drehen, dass ihr konstant in die Richtung zeigt von dem Pfeil. In Vorbereitung könnt ihr auch den Schub schon etwa auf 50% bringen. Ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass es so genau ist, aber in dem Bereich sollte es auf jeden Fall sein. Und ihr seht, unsere Rakete fängt an aufzuheizen und ich drehe halt konstant immer wieder nach links, nach rechts, um die anderen Teile der Rakete nicht mit so viel Hitze zu belasten. Normalerweise beschleunige ich hier auch die Zeit, also für gewöhnlich von 30 bis 20 Kilometer mache ich dreifache Beschleunigung, dann von 20 bis 15 Kilometer mache ich zweifache Beschleunigung und nach 15 eben nur die einfache Beschleunigung. Aber hier, wo ich halt eine Menge erkläre, lasse ich das einfach erstmal weg. Das heißt, ihr könnt das gerne machen. Für den Anfang, fürs erste Mal, würde ich es vielleicht nicht empfehlen. Aber macht es so, wie ihr wollt oder so, wie ihr es könnt. Dann wird das schon ganz gut klappen. So, bei 15 Kilometer schalte ich für gewöhnlich die RCS-Düsen an, damit ich eine erhöhte Kontrolle habe. Ich weiß, das verbraucht Treibstoff, aber an sich, wir haben noch eine ganze Menge. Und was bringt es, genug Treibstoff zur Landung zu haben, wenn man den Wiedereintritt nicht übersteht? Und wir drehen immer ein bisschen. So, die Hitze wird jetzt schwächer. Das heißt, wir können bald mit dem Landeanflug beginnen. Ich warte für gewöhnlich bis so 5 Kilometer. So etwa jetzt. Dann drehen wir die Rakete nach links. Und dann starten wir die nächste Stufe. Dort werden dann nämlich die Landebeine ausgefahren. Und wir drehen die Rakete wieder so, dass wir in die richtige Richtung zeigen. Und damit haben wir jetzt auch den Wiedereintritt überlebt. Und ich habe auch beim ersten Mal einige Male es versucht. Wie gesagt, speichert es einfach vorher ab. Versucht es mehrmals, bis ihr es hinbekommt. Und wir erreichen gleich die 1-Kilometer-Marke. Und dort starten wir dann das Triebwerk. Wir starten auch die nächste Stufe und das ist dann hier die vorletzte Stufe, die wir haben. Und wir sind im Landeanflug, ich zoome jetzt mal ein bisschen raus, damit wir sehen, wo wir gleich landen. Wir verringern mal den Schub ein bisschen, kurz vor der Landung erhöhen wir ihn wieder. Und ja, okay, es war keine perfekte Landung. Ich habe ein bisschen zu spät den Schub erhöht, aber ihr seht wahrscheinlich, was ich meine. Und damit starten wir die letzte Stufe, die das dann wieder einfährt. Wir haben ein Bein verloren, aber okay, ihr seht, was ich meine. Und das habe ich hier die letzten 6 Monate gemacht. Ja, ich habe ganz viele Raketenstufen gelandet, viele verschiedene Designs kann man darunter sehen. Bis ich dann mit dem bis ich das hier, dieses Design hier, vervollständigt habe. Ich habe natürlich sämtliche Raketen mehrmals getestet. Und das ist im Grunde das Resultat. Also hier sind quasi die ganzen ersten Stufen. Dann haben wir hier die ganzen SSTOs. Und hier haben wir dann die ganzen Zweitstufen bei den mehrstufigen Raketen. Aber an sich war es das. Hier haben wir den 20-Tonnen Treibstofftank in einem stabilen Erdorbit gebracht und wir sind wieder gelandet. Zumindest
fast komplett. Und das war es dann auch mit der Folge, ja, mit der Avalon 1B. Nochmal, der Download-Link ist in der Videobeschreibung und ihr braucht natürlich die Teilexpansion. Ja, die Skin-Expansion braucht ihr nicht. Die Farbe wird dann einfach entfernt, wenn ihr sie nicht habt. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Stimmt ab, was nächste Woche im Video drankommen soll. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.